So, dann geht's gleich weiter und ich war schon handeln. Ich bin so lieb. Ha! Gut. Genau. Wir sind gar nicht mehr so weit von Athen entfernt. Also, ja. Was heißt nicht mehr so weit? Nicht mehr so weit, das heißt, dass ich ein Level-Up habe. Okay. Logik. Soll ich dich so ein bisschen härter machen? Soll ich? Soll ich nicht? Soll ich? Soll ich nicht? Ich bin mir unentschlossen. Ah, da kriege ich halt mehr Schaden, ne? Das auf jeden Fall. Hat eh nur 8 Stufen. Cool. Wow. Ist natürlich auch cool, wenn es dann so ein riesen Radius um mich hat, ne? Ah, genau, und das ist halt dann Rüstungswiderstand. Ja. Der Gegner wird vernichtet, sag ich mal. Wow. Also das ist alles nur noch overpowered für mein Ding. Für mein Ding, klar. Also ein Punkt auf jeden Fall hier rein, das ist klar. Dann ein Punkt hier rein. Und für den Campbewohner einen, komm. Nächstes Mal, wenn er stirbt, was wahrscheinlich nicht passieren wird. Schön, dass ihr alle auf mich geht, das finde ich gut. Finde ich sehr gut, komm. Habe ich den Kreis eigentlich noch? Schon, gell? Man sieht ihn nur nicht. Ah, jetzt ist er wieder. Eigentlich müsste er die ganze Zeit so um mich rumkreisen, also... Ja, komisch. Vielleicht verschwindet er, wenn man irgendwie sich teleportiert oder sonst was. Wer weiß, wer weiß. So, genau jetzt. Ihr seht es nämlich schon, hier fängt es nämlich an. Die Monster belagern Athen. So hat man es uns gesagt und so ist es auch. Was braucht man für eine Belagerung? Massenhaft Streitkräfte. Und viel zu viel Platz. Ja, Athens Schlachtfeld. Ihr seht es schon, ne? Wir könnten jetzt eigentlich einfach geradeaus nach Athen laufen. Aber... kennt jemand von euch die Wegverlängerungsspirale? Ein tolles Wort. Die wurde hier eingeführt. Oder... Ja, Hilfe. Hauptmann, erstmal töten. Bevor irgendwas... tut. Dann verschwindet auch die Standarte. Das ist sehr gut. Also, was ich sagen wollte. Die Wegverlängerungsspirale, genau. Bezieht sich auf die nächsten... 500 Meter ungefähr. Ja, da hoch kommen wir nicht mehr. Aber das ist lustig, wie das verbunden ist, ne? Naja, okay. Vielleicht nicht so lustig, aber okay. Es geht jetzt hier so hoch ungefähr und da oben ist dann Athen. So Wer zur Hölle hat mein... Was zur Hölle ist gerade geschehen? Was? Hab ich noch nie gehört. Alter. Wow. Ihr macht ja Schaden. Wow. Wow. Ihr macht ja wirklich Schaden. Wow. Ich bin gerade ein bisschen geflasht, dass die Gegner hier so einen immensen Schaden an meinen Erdbewohner machen. Wow. Ich habe Angst. Wenn ich da alleine wäre, ich wäre total im Arsch. Ach du Kacke. Ist der einfach mal so wenig sehens gestorben? Gut, dass die Gegner mich nicht gesehen haben, das wäre mein Untergang gewesen. Wow! Du bist tot. Und hier rüber. Das Lustige ist natürlich, wir könnten hier jetzt einfach abkürzen, nach rechts rüber. Weil es sind wirklich Spiralen, die da hochführen. Okay, ich bin in der falschen Nachbarschaft. Nee. So, dich da unten. Alter, was macht sie mit meinem... Was ist denn hier los? Was macht sie mit meinem Kernbewohner? Ach du... Ach, das war... Okay, das ist ein Held. Heldenmonster gewesen. Gut zu wissen! Hilfe! Du wirst wohl das eine blöde Wildschwein da töten, oder? Danke. Wow. Hauen die einfach so meinen... Wow. Also... Hier gehen Spiralen hoch. Wir können die aber immer abkürzen, wenn wir wollen.
dann verlieren wir halt oder verpassen ziemlich viele Erfahrungspunkte. Über solche Felder geht es eigentlich relativ schnell. Aber hey, Erfahrungspunkte sind gut, Erfahrungspunkte sind nützlich. Und eventuell verpassen wir auch solche Heldenmonster wie gerade eben. Also und so wie sowas. Ach du Kacke. Gut, 2 und Energie. 3 und nochmal 2. Ach, er hat ein Level Up, ne? Genau. Ja, ihr seht, die 10 Tränke reichen mir vollkommen. Nimm den mit. Ich muss wieder da rechts hoch, da rechts lang, genau. Hier könnte ich wieder abkürzen, glaube ich. Ist es so? Genau, genau, genau. Nehmen wir die Gesundheitstränke hier mit. Jetzt weiß ich nicht, wenn ich jetzt hier rechts lang laufe, dann geht es, glaube ich, weiter für mich. Wenn ich links lang laufe, müsste ich eigentlich nochmal da lang kommen. Also, ich probiere es mal. Ah, ja, 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 ja. Du stirbst. Oder auch nicht. Zack. Meine komische Feuerkugel ist weg. Warum? Mache ich auch Schaden, wenn ich so an dran stehe? Das war ich nicht. So viel Schaden mache ich noch nicht. Alter, die machen ja echt Schaden an dem Viech. Wow. Vielleicht sollte ich dem doch ein paar Level-Ups geben oder so. Wäre nicht so schlecht. Ich will jetzt aber echt mal gucken, wenn irgendein Gegner ist. Ist doch blöd. Ich will ihn aber auch nicht entlassen. Wir denken an seine Kinder. Ohne Gehalt. Nee. Viecher. Hier geht's nicht hoch, ne? Nee. Da geht's nicht hoch, da geht's nicht hoch. So, komm mal her. Kriegt ihr Feuerschaden von mir? Ja, kriegt sie. Das ist schön. Sprich, der Feuerzauber, also der Schutzzauber ist aktiv, aber ich sehe ihn nur nicht. Gut zu wissen. Ja, das ist intelligent. Sehr intelligent eingesetzt. Das muss ich echt mal sagen. Einfach mal gegen den Baum gepfeffert und den Typen hinter mir getötet. Das hat der nicht kommen sehen, also nee. Nicht mal ansatzweise. Alter, wie, das ist so immens lang da hoch. Kannst du mir bitte helfen? Ich habe ein bisschen Angst vor denen. Och, das geht ja. Die Musik ist schon ein bisschen episch. Ach, das war jetzt ein reiner... Hilfe. Das war jetzt ein reiner XP. Weg, oder? Ist okay. Nehme ich mit. Ja, komm. Die Musik ist schon echt cool. App, ein reiner XP-Weg. Ist okay. Boah, ich krieg so viel Stuff, das ist... Mag ich gar nicht so, oder? Gott, bin schon wieder voll. Super. Freut mich. Ach, hier bin ich jetzt. Ich bin einfach so... Okay. Okay. Gut zu wissen. Sprich, ich muss wirklich da hoch. Oh, eine Kraftmarkierung. Speed! Ein monströses Wildschwein und das hält ziemlich viel aus. So ein Viech hat mich ja auch ziemlich dran gekriegt, als ich gegen den... Ah, wo war es mit dem netten Zentaun, als ich mit dem geredet hatte und dann mein Level Up verteilen wollte, genau. Oder in meinem, ja, in meinem Inventar irgendwas geguckt habe. Hat mich ja dieses scheiß Wildschwein ziemlich gehauen. So, komme ich jetzt hier hoch? Yep. Da war der Sumpf. Wow. So viel Zeit für den kleinen Weg. Krass. Also das ist eine einfache Truhe.
Und ich glaube, das sind drei oder vier so Windungen. Oh, da oben haben wir schon gesehen. Ah nee, gar nicht. Das war's schon. Oh, wie cool. Bam. Gut, wir sind gleich in Athen. Cool. Finde ich super. Ah, hier war das mit den dummen Feldern, genau. Was ich gemeint habe. So extrem viele Felder auf beiden Seiten, wo man einfach alles skippen kann, was mir gar nicht gefällt. Es ist einfach so. Athen Schlachtfeld für den Arsch. Genau, und hier ist der Eingang nach Athen. Wo kommst du her? Ah, Item. Meins. Ihr könnt mir auch helfen. So, oder? Nee, muss nicht sein. Ich krieg's allein da. Ich krieg's alleine hin. Immer mit Ruhe. Überanstrengt euch nicht, ne? Überanstrengt euch nicht. Und Athen ist riesig. Zack. Blutiger Kurzschwert, der passt gerade noch so rein. Ja. Mehr aber nicht. Das war's. Sprich, den Rest lasse ich wahrscheinlich liegen. War eh nichts dabei. Zack, 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 zack. Na komm. Könnt ihr auf, mich zu schlagen? Das tut auf Dauer ziemlich weh. Wie viel habe ich noch? Ah, schon ein bisschen. So ein kleines Fleckchen in der Mitte noch. Zack. Also habe ich mir wirklich den Weg hier hoch immer länger eingeredet, als er wirklich ist. Das ist interessant. Was die Psyche alles so für eine Scheiße treiben kann, ne? Ja, ja, ja. Da. Zack. Und ein Verwüster, der mir ziemlich draufkloppen könnte, wenn ich nicht so gut wäre. Und zack. So. Oh, das war eine einfache Truhe. Alter. Ist okay. Das bisschen Geld brauche ich jetzt auch nicht. Das bisschen Geld, hey komm. Sind vielleicht, wie viel. Was wird denn das wohl sein, was da liegt? Wenn das da jetzt. Ich sehe es ja gleich. Was wird es sein? 8000 vielleicht? Und er hier, Alter. Ich hasse dich, weißt du das? Kannst du mir in den Bart? Na klar. Und hier, Gesundheit wiederhergestellt. Oh, ganz viel Zeug, ganz viel Zeug. Ah, keine Erfahrung. Ich find's so toll. Der hat sogar denselben Bart. Ahaha. Den Leonidas Bart. Toll. Ah, Sparta, ne? So, dann speichern wir hier. Mehr oder minder. Und Athen. Athen ist eine tolle Stadt, würde ich mal sagen. Ben, in Athen. Laufen kleine Kinder rum. Kleine Kinder mit Glatze. Und Athen ist riesig. Das gefällt mir auch in Titan Quest. In manchen anderen Spielen wird es einfach so gehandhabt. Was ich auch verstehen kann, ganz ehrlich. Aber das gibt es heutzutage einfach nicht mehr so. Wie damals noch. In Titan Quest wurde halt auch ganz viel Zeug einfach zur Atmosphäre hinzu programmiert. Hier diese Leute auf den Bänken laufen.
wunderschön. Einfach zur Atmosphäre, ne? Weil eine Stadt muss natürlich groß sein für die ganzen Leute, die darin wohnen. Ist ja klar. Und die Musik, wow. Ich find's so toll. Und heute ist einfach nur, ja, eine Stadt muss einen Händler haben, einen Speicherpunkt und das war's. Was ich auch verstehe, ja, viele Spiele heutzutage protzen halt mit ihrer Grafik halt, aber nicht mehr mit so mit Atmosphäre wie früher die Spiele. Das ist, weiß nicht. Ich muss jetzt erstmal zum Händler, ist mir gerade eingefallen. Ich bin ein Trottel. Lauf mit vollem Gepäck hier rum. Und ich glaube in Athen war es, wo die Leute auch tolles Zeug haben. Zeug haben. Zeug, Zeug, Zeug. Oh, Zeug. Wow. Tolles Zeug. Übles Zeug. Also, ganz ehrlich. Ah, 5000. 500.000. 5000. Plus 12. Angriffsgeschwindigkeit für Arsch. Zack. So, da habe ich noch ein Dämonenblut, was ich nochmal einwerfen kann. Genau. Ich hoffe, er ist nicht weg, oder? Nee. 109.000, ihr seht schon. Wow. Der kostet eine Menge Scheiße. Den kaufe ich mir. Der ist awesome. Und zwar. Nein. Sollte ich? Da oben ist er. Da oben ist der Entzauberer. Oh Gott. Das wird, glaube ich, so viel kosten. Ja, das denke ich mir. 110.000. Ob sich das lohnt, weiß ich noch gar nicht. Dumm. Es lohnt sich auf jeden Fall, oder? Jetzt habe ich einen Schaden von 175 und 149. 175, 179. Give it to me. THX. Alter, was habt ihr für Probleme? Gut. 179 war es, gell? Na, 185. 6 Schaden. Super. Freut mich. Stimmt, der ist kaputt. Aber sie... Das ist schön. Okay. Nee, du, danke. Jeder Schadenspunkt ist wichtig. Sage ich jetzt mal einfach so. Um meinen möglichen Fehler im Finanziellen zu rechtfertigen. Wow, wir hatten gerade 500.000, ne? Einfach mal so schnell 200.000 für eine Waffe ausgegeben. Ich sage, das Gold hält nicht lange. Wenn man irgendwie Sachen findet, die einem taugen, dann ist es schnell weg. Leider. Und es gibt auch Sachen, die über 1 Million kosten. Ja, später. Es ist nicht mehr normal dann. So, also. Ach, was bist denn du? Wird erledigt. Oh, Orden des Prometheus. Prometheus ist mein Lieblingsgott, sage ich mal so. Allein, weil er das Element Feuer hat. Oder? Es ihm zugesprochen wird, wie man, glaube ich, im letzten Part nicht erläutert hat. Ne? Ich liebe ihn. Ich find's toll. So. Schau ich mal kurz hier hoch, was hier denn so rumfleuchend tut. Ich weiß, ich müsste links eigentlich, da wo die Leute gerade rumlaufen. Hallöchen. Oder sowas hier, dass hier einfach mal so ein netter Ruheort für die Leute ist. Und dass da einfach Monster sind, ein paar. Sowas meine ich mit Atmosphäre. Yep. Ich find's toll. Ha. Wunderschön. Wunderschön. Ach ja, ich könnte das Spiel so lange am Stück spielen, aber das Problem ist, ich habe zwar eine 1,7 Terabyte Festplatte, aber das Spiel braucht so viel. Wahnsinn. Naja. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, danke fürs Zugucken. Wir haben Athen erreicht, was ein Riesenschritt ist. Ein Riesenschritt. Und im nächsten Part oder im übernächsten
werden wir der Telkine auf dem Zahn fühlen, würde ich sagen. Ich hoffe, wir kommen soweit. Ich weiß auch gar nicht, ob wir soweit kommen. Ja. Gut, sehen wir dann. Bis dann, euer Gamma. Ciao, ciao.